Hallo und herzlich willkommen, lieb. Was kriegst du da unten? Nee, der hängt da nur fest, kleiner Bock. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3. Mein Name ist Franconio. Und wir spielen heute weiter. Jetzt weiß ich nicht, was macht man? Machen wir die Hauptquest weiter. Der König ist tot. Lang lebe der König. Oder halt nee, ich weiß, was wir machen. Wir werden heute mal ein bisschen die ganzen noch ein paar neue Quests freischalten. Hätte ich gesagt, wir gehen aber erstmal hier zu dieser verfügbaren Quest. Und dann ja, gehen wir erstmal hier hin. Und dann können wir uns schön nach oben ranarbeiten. So, müssen hier entlang. Hier ist es voll schön, ne? Jetzt habe ich aber Appetit gekriegt. So, aus dem Weg, Barde. Wie sagt man Gold richtig? Baden müssen flink mit der Zunge sein. Ach nee, ich Idiot, ich bin die falsche Richtung. Ich bin dem Gelben gefolgt, wir müssen hierher. In die Kanalisation fließen, fließt der größte Abschaum nach Novigrad. Du siehst blass aus. Probier's mal mit Zwiebeln. Seht, Prediger, was willst du? Nicht. Tier Müller so. Hast du den Mut, mir diese Verleumdungen ins Gesicht zu sagen? Gerne. Du bist ein Mutant? Eine Missgeburt, ein überflüssiges Relikt aus alten Zeiten, das wie ein trockener Ast verbrannt werden sollte. Da ist aber eine Wüne. Wie viele Menschenleben hast du gerettet? Vor Bruxel, vor Walschraten. Das hat keine Bedeutung. Ich hab dir eine Frage gestellt. Wie viele? Denkt mal darüber nach, Leute. Der Prediger hat eine scharfe Zunge. Aber bietet man ihm die Stirn, zieht er den Schwanz ein. Kommt, Leute. Sieht krass aus. Probier's mal mit Zwiebeln in Öl. Was? Hier geht's ja rund. Das war's schon. Das war's schon. Das war aber jetzt komisch, ne? Okay, gehen wir hier weiter zum Anschlagbrett. Und ich laufe mal wieder die falsche Richtung, Franconia, gratuliere. Es fängt hier so weiter, oder es geht hier so weiter, wie die letzte Folge aufgehört hat. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Das war ja... Ne, also Orientierungssinn echt... Wie zwei Haufen. Boah. Alter Verwalter, war das was ich... Ich wollte die Katzenschulausrüstung machen, aber ich bin da nicht hingekommen. Ich weiß nicht, ich bin erst voll den Umweg gelaufen. Ihr zwei da. Was sind das für Glitschaugen? Und dann auch mit den Sukuben. Die sind niemandem im Weg. Belästigen niemanden. So, wir belästigen gar nichts. Maße und Gewichte. Angesichts der ständigen Streitereien, die unsere Marktstandbesitzer von ihrer vornehmlichen Aufgabe des Handels abhalten, seien hiermit alle an die offiziellen anerkannten Maße und Gewichte in Novigrad erinnert. Ein Klafter 3 Elle, eine Elle 2 Fuß, ein Fuß 12 Zoll, eine Gallone 4 Quarte, ein Scheffel 8 Gallonen, ein Fass, eine Scheffel, ein Pfund 16 Unzen, ein Stein 25 Pfund, ein Zentner 4 Steine. Es wird verlangt, dass dieses Maßsystem bei jedem Handel verwendet wird. Beschwerden bezüglich Transaktionen in anderen Maße werden grundsätzlich nicht anerkannt. Der Rat der freien Stadt Novigrad. Erinnerung, ehrenwerte Städte, bitte denkt daran, etwaige Passanten zu warnen, bevor ihr die Nachttöpfe aus dem Fenster ausleert. Der Rat der freien Stadt Novigrad. Persönliche Bekanntmachung. Witwe, 60 Jahre alt, mittelgroß, überdurchschnittlich intelligent, besitzt ein Vermögen in Münzen und Liegenschaften, sucht eine alte Jungfer oder kinderlose Witwe gleichen oder etwas höheren Alters, vorzugsweise aus Grundbesitzerfamilie. Interessentinnen schicken ein Schreiben mit ihrem realistischen Abbild an
Postlagerung Gildorf, CEO Romantik. PS, Briefe ohne vollständigen Namen mit Adresse werden nicht beantwortet. PPS, Frauen der älteren Völker zwecklos. Vor allem Halblinge. Hilfgardische Kulturfest, abgesagt. Es schmerzt mich mitteilen zu müssen, dass angesichts der jüngsten Ereignisse die Entscheidung getroffen wurde, das Nilfgaardische Kulturfest abzusagen. Botschafter Fahrartel. Bekanntmachung des Todes von Joachim Schwan. Ehrenwerte Städte, wir sind untröstlich, euch den unzeitigen Tod von Joachim Schwan mitteilen zu müssen, einem Steuereintreiber, der unsere schöne Stadt viele Jahre lang gedient hat. Kremierung seiner sterblichen Überreste findet am Ende des Monats statt. Rat der Freien Stadt Novigrad. PS, da Joachim Schwans Familie die Bekanntmachung einer Adresse nicht wünschte, sind alle Beileidsbekundungen an das Rathaus zu richten. PPS, von Zuschriften abfälliger Natur ist abzusehen und die Kanalisation nicht betreten. Wir möchten die ehrenwerten Einwohner Novigrads informieren, dass die Tempelwache letzte Woche 3 Leichen aus der städtischen Kanalisation geborgen hat. Sie sehen aus wie folgt. Männlich, mittleren Alters, wohlhabend gekleidet, Geburtsmal an der Schulter. Weiblich, älter, in blaues Nachthemd gekleidet, zahlreiche stumpfe Verletzungen. Und männlich, jung, nackt, unanständige Tätowierung in Leistengegend. Die Leichen werden bis zum Monatsende untersucht, identifiziert und dann eingeäschert. Wir möchten die Gelegenheit nutzen, um unsere verehrten Mitstädter vor dem Betreten der Kanalisation zu warnen. Trotz kontinuierlicher Anstrengungen seitens unserer tapferen Tempelwache ist es dort außerordentlich gefährlich. Der Rat der Freien Stadt Novigrad. Da habe ich da jetzt Quests bekommen. Benimm dich. Tu, was du tun musst, aber benimm dich. Kaufmann. Jo, was geht denn, Junge? Oh, hallo. Nein. Kennen wir uns? Hier war ich, glaube ich, noch gar nicht drin, oder? Nee, hier waren wir echt noch nicht. Servusle. Keine falsche Bescheidenheit. Ansehen kostet nichts. Und es gibt viel zu sehen. Dies hier ist eine Sammlung von Wundern des Magiers Eramas. Das ist eine einmalige Gelegenheit. Wie bist du an die gekommen? Ich habe noch nie gehört, dass Magier sich freiwillig von ihren Schätzen trennen. Eramas wurde nicht gefragt. Er ist vor 2 Wochen auf dem Scheiterhaufen gelandet. Seltsam, dass seine Sachen nicht mit ihm verbrannt wurden. Warum lassen die Hexenjäger sie dich einfach so verkaufen? Warum sollten sie mich nicht lassen? Das sind nur Alltagsgegenstände. Nur anspruchsvolle Sammler haben Interesse daran. Interessant. Schon gut, ich verstehe. Diese Objekte sind nicht sehr gewöhnlich. Gerüchten zufolge ist jedes ein verzauberter Schlüssel. Erwähnen die Gerüchte vielleicht auch, wo man die zugehörigen Schlösser findet? Leider nicht. Nun, wenn ich's wüsste, würde ich sie wohl kaum verkaufen. Wo hat Aeramas gelebt? Er hatte ein hübsches Anwesen südlich von Ochsenfurt. Das ist jetzt schwer beschädigt. Leicht hat er es den Jägern nicht gemacht, ihn zu fangen. Zeig mir, was du hast. Jetzt bin ich gespannt. Oh! Alter, geil. Trank der Leerung hat er. Oh, 1575. Ja, dann verkaufen wir erstmal den. Den verkaufen wir. Das stumpfe Beil verkaufen wir. Den Streitkolben verkaufen wir. Das verkaufen wir. Die Schuhe behalten wir natürlich. Den verkaufen wir. Den Stiefel verkaufen wir. Was wollen wir damit? Was ist das? Trophäe? Bonusgold. Klamotten, ich wollte doch Klamotten erst verkaufen, ne? Genau. Den können wir verkaufen. Sehr schön. Dann gucken wir mal, was wir hier haben. Elfenarmbrust. Trank der Leerung. Geil, sollen wir gleich kaufen.
Und das sind ja alles Questaufgaben, ne? Ja, komm, kauf mir das. Die sind ja eigentlich recht günstig. Und das verkaufen wir noch. Was hatten wir hier? Satteltaschen 100. Laute. Trommel. Das nehmen wir noch. Sehr schön. Ich weiß nicht, soll ich es gleich kaufen? Das habe ich ihm ja verkauft. Ansonsten hat er eigentlich nichts Besonderes, ne? Was ist das? Glamarie. Komm, wir verkaufen das. Trank der Leerung. Geil, jetzt haben wir Trank der Leerung. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr schön. Ja, hat sich doch echt gelohnt jetzt. Hat sich echt gelohnt. Ja. Wiedersehen. Statuette eines von Mannes, mich und Finsternis. Nicht geschnitzt, sondern magisch erzeugt. Schade, dass ich Triss nicht danach fragen kann. Scheiße, Mann, ey. Ich hab das Sie eine falsch gemacht. Alles können wirklich ausgezeichnet. Jetzt hätte ich wieder Triss gebraucht. Ich gehe mal auf die Quest, wo ich jetzt hier bin. Von Milch und Finsternis. Stufe 9, ey. Leck mich fett. Welch wundersame Reise. Okay, gehen wir da hin, ne? Ich gehe aber noch mal zu meinem Charakter. Habe ich 0. Okay, jetzt schaue ich nur mal, wie das funktioniert mit diesem Trank der Leerung. Bla bla bla. Die erstaunlichen Fälle des virtuosen Vega. Kann eine Hure jemals züchtig sein? So fragte Vega sich allmorgendlich und zwor sich stets aufs Neue der Welt zu beweisen, dass die Ausübung des ältesten Gewerbes der Welt keine Tüchtigkeit ausschließt. Diese Entschlossenheit bedeutet nicht nur Schwierigkeiten für sich selbst, sondern auch für Gaspar de Bruelle, dem langjährigen Freund der Mutter, der Vega aus persönlichen Gefallen in seinem Etablissement angestellt hatte. Dem strammen Straps, der arme Gaspar musste sich fortlaufend Kundenbeschwerden über Vegas Betragen anhören. Doch die Züchtlinge bestand mit eiserner Entschlossenheit auf ihre Prinzipien. Niemals war sie bei Lichte zu haben. Stets wendete sich mächtig errötend den Blick ab, wenn sie eines männlichen Gliedes ansichtig wurde. Gaspars größter Kummer jedoch war die Tatsache, dass die virtuose Vega unter keinen Umständen eine Bezahlung für ihre Dienste annehmen wollte. Ja, komm, spiel ich weg. So, ich schaue jetzt nur mal, wo dieser Trank ist. Was haben wir hier? Auftrag, vermisste Soldaten. Es sei hiermit kundgetan, dass die kaiserliche Armee jemanden sucht, der sich im Gebiet auskennt. Einen Jäger oder Kundschafter und der uns hilft, eine vermisste Patrouille aufzuspüren. Das hatten wir ja schon mal, aber jetzt haben wir es auch wenigstens nochmal gelesen. Wo ist dieser verfluchte Trank der Leerung jetzt hin? Was ist das? Shit, wo ist der Trank der Leerung? Und der Alchemie? Och, du mit deinem scheiß Schema da. Ich könnte das eigentlich alles herstellen, ne? Wenn ich die richtigen Dinge hätte. So, Inventar, wo war das? Der Trank der Leerung, Kruzifix. Ist der hier mit dabei? Ne. Hier? Da ist er. So, alle investierten Fertigkeitspunkte. Ja, genau. Wie kann ich den? Ach, den könnte ich jetzt verbrauchen. Ja, aber da warten wir noch ein bisschen. Ne?
So, da ist die Katze. Dann gehen wir hier mal da weiter. Das kotzt mich an, ey, dass ich da Triss jetzt nicht mehr hab. Das hätte ich niemals machen sollen. Finde ich schade, nämlich da gehen mir, denke ich mal, einige Quests verloren. Kann ich die nicht fragen, wenn ich nach Kaer Morhen komme? Oder kann man das nicht? Also wirklich Arme mit einer Bibliothek. Was soll die Alte? Guck ich doch hier mal doch wirklich. Ob ich. Diejenigen, die tugendhaft waren, wird das Feuerwerk. Also 1800 kann ich da nicht. Komm, das machen wir mit Plätze. Plätze. Auf den Scheiterhaufen mit den Mutanten. Auf den Scheiterhaufen mit den Anderlingen. So, ich bin ja gespannt, ne? Was wir da bekommen, beziehungsweise was da bei dem alles ist. So, auf Plätze. Meine getreue Stute. Und wir sind wieder bei den Katzentreibern. Genauer gesagt, 7 Katzen. Ach, ich reite gern mit meinem Pferd. Von Milch und Finsternis? Hm, was könnte es damit auf sich haben? Da werden bestimmt ein paar Viecher auf uns warten, aber Milch und Finsternis kann man vielleicht mit Milch irgendwelche besonderen Absurde oder irgendwas oder Tränke herstellen. Hier geht's weiter plötzlich. Los, los! Plätze rennt natürlich wieder total in die falsche Richtung rum. Ja, ja. So, nur noch 1000 Meter oder Fuß. Oh, das sind auch wieder Wildpferde. Jetzt traut sich plötzlich mal wieder nicht runter. So Hindernislaufen wie die Pferden wäre nicht so schlecht. So Parkour, ne? So Parkour, ne? Ich glaube, das gab es zu der damaligen Zeit noch nicht so. Ich weiß es nicht. Wir waren der gewohnt in der Bamba total, völlig irgendwo in der Bamba drin. Hey. Da wohnt echt am Arsch der Welt, oder? Ui, was ist das? Lauf, Plätze! STR, da waren wir aber auch schon mal, ne? Was? Falscher Weg, falsche Richtung. Jetzt sind wir doch gerade hoch, oder nicht? Die wohnt ja auch echt deutlich. Was bist du für einer? Er wollte uns auch noch betrügen. Komm mal her. Die Börse war voller gefälschter Kohlen. Sidaris. Bronze mit ganz wenig Gold drauf. Das bedeutet, dass die Kassenräder. Und? Was willst du? Was könnte ich von einem Hexer wollen? Dass er Gänse hütet? Ein Monster muss erschlagen werden. Über welche Art von Monster reden wir? Es war so.
Radovet hatte mich und meine Leute angeheuert, war aber mit dem Lohn seit Wochen im Verzug. Und ich will verdammt sein, wenn wir unser Leben umsonst riskieren. Da gebe ich dir völlig recht, aber du wolltest mir vom Monster erzählen. Richtig. Wir kamen her, schlugen das Lager auf und es zeigte sich, dass irgendeine Bestie die Gegend unsicher macht. Wir wollten den Leuten hier helfen, schnappten unsere Waffen und brachen auf. Kurt und ich nahmen den einen Weg, Gerd und Henk den anderen. Gerd und Henk kehrten nicht zurück. Was immer es ist, es hat sie erwischt. Das ist eindeutig ein Fall für einen Fachmann. Darum haben Kurt und ich eine kleine Belohnung zusammengelegt. Wir hoffen, dass einer den Leuten hier hilft und unsere Kameraden rächt. Schrecklich nobel von euch. Ha! Söldner, wir haben auch unsere Ehre. Nun, Meister Hexer, was sagst du? Nimmst du den Auftrag an? Reden wir über die Belohnung. Darüber, dass sie einfach nicht ausreicht. Ui, da können wir aber einiges hier. Machen wir mal 350. Was? Ausgeschlossen. Okay, dann machen wir 340. Etwas zu viel, Kumpel, aber nur etwas. Wir könnten uns immer noch einigen. Okay, dann machen wir 336. Etwas zu viel, Kumpel, aber nur etwas. Wir könnten uns immer noch einigen. Okay, 333. Etwas zu viel, Kumpel, aber nur etwas. Wir könnten uns immer noch einigen. Okay, 330. Ich will. Du klingst nicht wie ein Hexer, sondern wie ein Bettler. Du kriegst, was ich dir biete, und das ist mein letztes Wort. Ich denke darüber nach. Pass auf dich auf. Ich muss nochmal. Kümmerst du dich um das Monster oder nicht? Den Ton natürlich. Na schön. Wo soll ich suchen? Südlich von hier. Da haben wir uns getrennt. Und Gerd und Henk zum letzten Mal lebend gesehen. Oh nee. Jetzt die Portale überqueren und sehen, was es dort zu tun gibt. 190 Meter. Aber die Kreatur aus dem Wald, das ist zu hoch für mich, ne? Oder? Ich schau mal. Wo ist das? Ach, das ist ja natürlich. Hexeaufträge. 35, ja okay, dann hätte sich das auch erledigt. Dann machen wir doch wieder unsere Milch und Finsternis. Länger es dauert, desto schlimmer wird's. Radovid hat uns eine Woche zu spät bezahlt. Hey, Wauzi. Cool, das ist nicht mal so schlecht. Jo, Hundetal. Wolfsleben. So, jetzt gehen wir aber weiter mit Plätzen. Und durchsuchen die Resistenz nochmal von dem. Machen wir noch in dieser Folge. Dann werden wir ja sehen, was wir hier finden. Der wohnt echt hier total in der Bamba. Dann hat er vielleicht doch was zu verheimlichen gehabt, oder? Wenn der so weit abgelegen wohnt. Jo, Aremals verlassenes Anwesen. Langsam. Ja, richtig verlassen. Ich probiere es mal kurz ohne Hexe Sinne. Nee, ich mache doch nicht. Was sind das wieder für Hokuspokus? Das Haus ist komplett zerstört, aber der magische Kreis ist intakt. Sieht mir nach einem verschlossenen Portal aus. Ob ich es mit einem von Eramas Gegenständen aufkriege? Jo! Gehen wir mal durch. Ach Gott.
Puh, hier stinkt's. Fängt das schon wieder an hier. Fängt das schon wieder an. Okay, hier ist das Portal. Hier kann ich interagieren. Das ist hier auch nicht das neue Portal. Und das ist der Kerker. Warum Kerker? Alter Schwede, was ist denn hier los? Dieser Geruch. Reifer Käse. Offenbar war Eramas ein Tyromant. Oh, Jesus. Erkunde Arimas Kerker. Und wir haben da noch, finde eine Möglichkeit, die Tyromantie-Räume zu durchqueren. Was sind das für Figuren? Das sind wie die chinesischen, keine Ahnung. Ja, ich denke, das wird dann doch noch etwas Größeres, liebe Freunde. Dann sage ich doch mal hier, danke fürs Zuschauen. Warte mal, ich mache nochmal ein cooles Bildchen zum Schluss. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal bei Let's Play The Witcher. So, bei Let's Play The Witcher 3. Ciao, servus.